Wir schreiben ein neues Jahr und es ist an der Zeit, die Neujahrsgelübde einzuhalten. Was gibt es Besseres als die Pflege der eigenen Gesundheit? Zu diesem Zweck habe ich die Therme Schmarieschke Toplice besucht, wo sie ein spezielles Programm zur Entgiftung des Körpers Vita Detox anbieten. Sie haben sich für das Vita Detox Entgiftungsprogramm entschieden. Der Zweck des Programms ist ein beschleunigtes Ausscheiden von Substanzen, die sich im Laufe der Zeit im Körper angesammelt haben. Zuerst haben sie eine ärztliche Untersuchung, anschließend folgt ein Gespräch mit der Ernährungsberaterin und am nächsten Tag oder am gleichen Morgen starten wir mit den Messungen. Anschließend haben wir Footrex-Messungen, wo sie bei ihnen den Gehalt an Fett, Wasser und Muskelmasse im Körper messen. Wir verfügen über eine Menge von sportlichen Aktivitäten unter der Leitung eines Trainers. Unter anderem gibt es Cardiotraining, Wassergymnastik im Thermalbecken, Nordic Walking im Freien und Pilates. Ich wollte noch daran erinnern, dass zum Detox-Programm auch das Training in der Unterdruckkammer hinzuzählt, wo der Sauerstoffgehalt so ist wie auf etwa 3000 oder 4000 Metern Seehöhe. Nach einer anstrengenden Arbeit ist es angenehm, sich in der Sauna zu entspannen. In den Thermen Schmarieschke Toplice verfügen sie über ein reiches Angebot an Saunamöglichkeiten. Unter den interessantesten sind die Kräutersauna und die Weißkrainer, die sogenannte Belokranska-Sauna. Es folgt ein Peeling, wo wir alle abgestorbenen Zellen entfernen. Nach dem Peeling sind die Massagen an der Reihe. Zur Entgiftung verwenden wir auch eine besondere Massage. Das ist die Aromamassage. Ihre Besonderheit ist die Benutzung von hochwirksamen ätherischen Ölen. Nach der Massage folgt eine Ruhepause. Auf den Bereich Ihrer Leber wird Meeresschlamm aufgetragen, welches ideal auf die Entgiftung dieses wichtigen Körperorgans wirkt. Beim Vita-Detox-Programm ist auch die Reinigung des Körpers mit Hilfe von Colon-Hydrotherapie enthalten. Extrem wichtig ist auch die Massage bzw. die lymphatische Drainage, mit Hilfe derer das überschüssige Wasser aus dem Körper entfernt wird. Jetzt erwartet uns die Untersuchung bei der Ernährungsberaterin. Den heutigen Tag beginnen Sie mit einer klaren Suppe, mit Leinsamen und einem Salatteller. Zum Mittagessen gibt es einen Apfel, zum Abendessen Suppe und Salat. Es ist sehr wichtig, dass Sie sehr, sehr langsam essen. Morgen beginnen wir mit flüssiger Nahrung. Bei uns beginnt die Ernährung mit Flüssignahrung mit dem Frühstück, und zwar mit Fruchtsäften. Also alles ist frisch, natürlich konzentriert. Also das bedeutet, ich werde 5 Tage nur flüssige Nahrung zu mir nehmen? Ja, so ist es. Zum Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Frau Lode, Sie waren bereits wie oft? Ich bin hier bereits das 2. Jahr in Folge. Warum sind Sie zurückgekehrt? Wegen der exzellenten Resultate, weil ich die Anwendung genossen habe und weil die Menschen hier sehr liebenswürdig sind. Bereits nach 2 Tagen hier fühlt sich der Mensch hervorragend. Achten Sie auf Ihre Gesundheit und entscheiden Sie sich für erholsame Vergnügen in den Thermen Schmarieschke Toplice, wo Sie sich stärken und entspannen und ein paar Pfunde verlieren werden.